Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Subnautica. So, als letztes hatten wir ja hier schön die Sachen noch zusammengebaut, damit wir auch unseren Fabrikator drüben mit unserer ja, neuen Basis, sag ich mal, herstellen können. Und das machen wir doch gleich mal schön. Na ja, ein bisschen Stein nehmen wir gleich noch mit. Das können wir alles ziemlich gut gebrauchen. Jetzt müssen wir nur unsere Basis wieder finden. Aber die war ja einfach irgendwo in die Richtung und so weit war sie eigentlich noch nicht mal. So, Rohstoffe nehmen wir gleich noch alles mit. Man braucht bestimmt noch etliches davon. Da ist er ja schon. So, das haben wir. Komm her, Fischi. Dich nehme ich gleich mal mit. So, da müssten wir ja jetzt den Fabrikator herstellen können. Ich glaube, irgendwas hatte ich hier noch drin gelassen, was wir brauchen. Genau, die Chips. So, dann gucken wir mal. Der war hier drin. Da ist er. Genau, sehr schön. Wo bauen wir denn den am blödesten auf? Hier würde ich noch einen Schrank dazu stellen. Dann bauen wir den doch erstmal hier ran. Das wird ja eh noch nicht die letzte endgültige Base. Ich glaube, das wird nochmal umkonstruiert werden. Aber erstmal müssen wir so ein bisschen alles da draußen erkunden. Wir haben ja auch noch nicht wirklich viele Sachen. Jetzt können wir da genauso herstellen wie da drüben auch. Dann brauchen wir nicht jedes Mal wieder darüber schwimmen. Machen wir doch gleich mal ein Fläschchen Wasser. Verklickt. Ups. Gibt der so auch Wasser? Naja. Na gut, mein Fehler. So, was haben wir hier noch Schönes jetzt drin? Bisschen Quarz. Kupfer, Titan. So, das war's schon wieder alles. Na, dann würde ich jetzt, wenn es wieder hell ist, draußen erstmal noch ein bisschen erkunden gehen. Ich hatte auch in einem lieben Kommentar mitgeteilt bekommen, dass wir bei im roten Grasbiom am besten Silber finden. Mal schauen, wo wir da noch was finden können. Silber haben wir bis jetzt ja auch noch nicht wirklich viel. Na komm doch her. Wasser bräuchte ich noch. Dass ich dann wirklich gut gestärkt am nächsten Tag losgehen kann. Schauen wir mal. Drin leuchtet's. Was leuchtet denn da? Pilze. Brauchen wir jetzt aktuell nicht. Aber hier ist kein Blasenfisch. Haben sich alle versteckt, die Blasenfische. Tatsächlich. Entweder übersehe ich die gerade alle oder hier ist wirklich keiner. Da ist einer. Da ist einer. Komm her. Was haben wir hier? Solarmodul. Brauche ich nicht. Gibt uns doch mal, was wir noch nicht haben. Ich würde mir auch gerne mal hier diese Hitzesignatur mit anschauen. Nur dazu brauchen wir erst irgendwie eine Strahlenrüstung. Genau, das könnte man uns mal mit auf den Plan schreiben, dass wir uns die möglichst mit organisieren. Ich guck mal schnell, jetzt schwimme ich erstmal wieder nach Hause, was wir für diese Strahlenrüstung überhaupt benötigen. Ich glaube, die hat mir auch da drin hergestellt. Persönliches Ausrüstung.
Strahlenfasergeflecht. Fasergeflecht mache ich aus Windrankenproben. Haben wir da nicht schon was? Blei haben wir. Silikongummi. Fasergeflecht. Das heißt, ich hole mir mal noch so eine Probe. Essen. Wasser. Wasser. Ob es da auch was gibt, dass das nicht so schnell sinkt. Da muss man ja ständig irgendwas braten. Ja, ich weiß, man könnte ja die Sachen ausschalten, aber... Nee. Windrang. Wir waren doch hier irgendwo in der Nähe welche. Das sind die Ranken. Mal unser Messerchen. War auch dabei. So, dann schneiden wir doch hier mal was weg. Was war hier? Ich habe auf jeden Fall nichts gesehen. Irgendwas hat mich erwischt. Schnell weg. Was auch immer das war. Ich müsste vielleicht hinten auch mal noch einen Eingang ranbauen. Na, mal schauen. Und so ein Kistchen bräuchte ich hier auch noch, was uns dann immer wieder solche Medikits zusammenbaut. Die ich drüben in meiner Boje habe. So. Oh, haben wir so viel mitgenommen? Fasergeflechte haben wir. Blei hatte ich hier drin. So, dann können wir wieder eins einlagern. Zweimal Blei brauchen wir. So, dann können wir es jetzt herstellen. Was haben wir hier noch? Okay. Kann ich... Ja, da sinkt meine Luft nicht so schnell. Da kriege ich Wasser zurück. Jetzt bauen wir erstmal den Strahlenanzug. Strahlenschutz, tralala, aufgenommen. Okay, gucken wir mal, wie wir den ausrüsten. Oder haben wir den jetzt schon automatisch dran? Ja, perfekt. Haben wir automatisch ausgerüstet. Jetzt haben wir hier noch einen Platz. Ja, das können wir natürlich auch mit da lassen. So. Dann können wir ja jetzt schön mal erkunden gehen. Ich weiß natürlich nicht, was mich hier jetzt alles erwartet in diesen Rankenzeugs. Und ich sehe jetzt diese Anzeige mit der Hitzesignatur nicht mehr. Ich schwimme erstmal hier drüber und dann schauen wir uns hier mal um. Aber auf jeden Fall erstmal noch ein Blasenfisch. Ich würde ja hier schon gern mal reinschwimmen, aber ich habe Angst, dass mich da irgendwelche Viecher überraschen. Vor allem die da, die beißen. So viel habe ich schon mitbekommen. Alles voller Windranken. Was haben wir hier? Da haben wir was Neues. Zack. Mobile Fahrzeugstation. Sehr schön, können wir wieder was Neues bauen. Schauen wir mal, was hier ist. Solarmodul brauchen wir nicht scannen. Ja, wir kriegen da zwar jedes Mal zwei Titan raus, aber so viel können wir davon auch gerade nicht tragen. Was brauchen wir dann noch, wenn wir die Basis ausbauen?
Da ist irgendein Fisch. Da ist irgendwo diese Hitzesignatur. So, hier wird es natürlich ziemlich dunkel. Ich schwimme jetzt einfach mal hier schnell durch. So, was bist du für einer? Kennen wir dich schon? Mensch, bleib doch mal da. Spadenfisch. Scheinen wir schon zu kennen. Sagt zumindest nichts Neues. Ist natürlich auch sehr schön hier. Ist das was Neues? Nee. Ist was zum Scannen? Auch nicht. So, das scheint dieses Rotgras-Biom hier zu sein. Müsste ich ja hier richtig sein, dass es hier Silber gibt. Wow. Der greift mich an. Dabei habe ich ihm doch gar nichts getan. So, ein bisschen schneller nach oben. Signatur. Da unten ist die irgendwo. Ich würde mal interessieren, was das ist. Aber so wie es hier ausschaut. Seemottenfragment. Lass mich in Ruhe, du Fisch. Hier runter. Wow, wir werden verfolgt von irgendwas. Okay. Da liegt was, aber da brauchen wir erst irgendwas anderes. Das wird mir mit der Luft viel zu eng. Das klappt nicht. Mal nochmal Luft holen. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ist gut. So. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten noch irgendwo ein bisschen Bröckchen Silber finden. Das Blöde ist, mein Schwimmteil ist jetzt auch aus. Batterie ist mal wieder leer. Was ist das hier Schönes? Silber. Jo, hier gibt's Silber. Nochmal an der Stelle, vielen Dank für den Hinweis. Batterie, Ladegerät. Was es alles gibt. Naja, wir haben noch sehr wenig entdeckt. Das wird eng. Ist mir alles ein bisschen tief hier. Ich brauche erst irgendwas, damit ich weiter in den Tiefen tauchen kann. Oder wir bauen uns mal noch so eine Sauerstoffflasche. Sollte auch gehen. Ich schwimme erstmal zurück. Gucken wir mal, was wir da noch brauchen für noch eine Flasche. Ich glaube, das war ja eigentlich nur irgendwas mit Gummi und ja, eigentlich alles Zeug, was wir haben. Was liegt denn hier? Irgendein Ei. Ja, die Fische schauen auf jeden Fall nicht lieb aus. Man hat gelernt, alles was Zähne hat, nutzt die bestimmt auch.
Kupfer. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, nehmen wir es halt mit. Wir bauen jetzt wieder was. Solarmodul. Was steht hier? Mobile Vehikelbucht. Das hat man jetzt auch schon mittlerweile. Caution. 30 seconds. Bin schon of unterwegs. Oxygen remaining. Bin schon unterwegs. Müsste auch mal so irgendwas bauen, damit ich meine Basis schneller wiederfinde. Man kann sich ja so ein bisschen orientieren anhand der Boje. So. Brauchen wir noch irgendwas? Welcome aboard, Captain. Schauen wir mal. Wir bauen jetzt erstmal uns noch so eine Sauerstoffflasche. Da haben wir nichts weiter. So, was brauchen wir dafür? Titan haben wir, Glas brauchen wir noch. Glas, 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 brauchen wir zweimal Quarz. Den hatten wir ja auch. Zack. Können wir uns jetzt noch eine Flasche bauen, dann schauen wir mal. Jetzt haben wir 105, jetzt haben wir 135. Können wir auf jeden Fall schon mal tiefer tauchen. Tauchleine. Bestimmt auch sehr hilfreich. So, viel haben wir natürlich jetzt nicht dabei, aber naja, gut. Muss erstmal reichen. Was wollten wir noch bauen? Mobile Fahrzeugstation. Baut Vehikel aus Rohmaterialien. Brauchen wir bestimmt auch. So, haben wir hier noch was Neues? Nee. Da kam nichts dazu. Aber wir brauchen noch eine Batterie. Hat man dafür benötigt? Säurepilze. Hat man ja, glaube ich, auch noch welche. Ha, natürlich nur einen. Und einen Schrank muss ich noch bauen. Das heißt, wir holen uns mal Säurepilz. Und ein bisschen Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Wo bist du? Doch eigentlich überall Quarz. Nur wenn man es sucht, dann ist er wie immer nicht da. Huch. Den konnte man ja gar nicht mitnehmen. So, ist hier noch irgendwo Quarz? Dann würde ich das auch gleich mitnehmen. Das hier ist wahrscheinlich alles Solarmodulen. Das Solarmodul brauchen wir nicht. Das ist wieder so eine Höhle. Genauso wie da. Können wir uns da irgendwie wieder vorbeimogeln? Nicht von der Seite. Da ist Quarz. Da liegt schon wieder ein Ei. Weiß ja auch noch nicht so ganz, was ich mit den Eiern machen soll. Also ich vermute mal, die kann man irgendwie ausbrüten. In so einem Aquarium, aber wozu? Hier gibt es ja genug Fische. Müssen wir mal schauen, was wir noch alles finden, brauchen, entdecken werden. Jetzt haben wir erstmal eine Fahrzeugbucht, aber wir haben noch nichts, dass wir Fahrzeuge bauen können, glaube ich.
Also mal schauen, dass wir auch noch ein Fahrzeug irgendwo mit entdecken. Diese Seemotte zum Beispiel. So, dich nehme ich auf jeden Fall mit. Dich nehme ich mit. 20, 40, 80. Inventar voll. Was haben wir denn alles? Dann können wir noch einen frischen Fisch mitnehmen. So ein Gary hier. Komm her. Zack. So, wo ist... Da ist die Boje. Dann muss die Basis irgendwo in der Richtung sein. Natürlich immer schön diese kleinen Fischschwärme. Ach, mir gefällt die Grafik. Natürlich. Genau auch noch in die falsche Richtung geschwommen. Ja. Knallerbsen. Wo ist unsere Basis? Da ist das Teil. Sind wir jetzt schon zu weit? Sicher das Ding jetzt schon. Das heißt, muss irgendwo da sein. Na, wir waren wahrscheinlich kurz davor. Haben wir irgendwas Sinnloses? Nee. Das einzige Schöne ist, man kann, während man das Inventar offen hat, auch gemütlich weiterschwimmen. Das finde ich recht praktisch. Glas. Schauen wir erstmal ein bisschen. Dreimal Glas. Können wir jetzt eine Batterie auch gleich bauen. So. Noch ein Ladegerät oder irgendwas hatten wir gefunden. Wo bauen wir denn das? Wasser. Zweimal Wasser. Einmal Wasser. Und den Gary. So. Wo baut man das Ladegerät? Um leichte Objekte anzuziehen. Klingt ja auch interessant. Und das hier? Ladegerät. Kommunikation, Fabrikator, Schrank. Da bauen wir auch mal noch einen. So. Ah, die stapelt sich jetzt nicht. Na gut, nicht schön, aber kann man nicht ändern. So, einmal Wasser hebe ich mir erstmal auf. Packen wir das hier auch mal um. Machen wir hier rein nur die Rohstoffe. Glas, Quarz, Silber. Jo. Und hier rein packen wir dann solche anderen komischen Sachen. Samen, Eier, kein Wasser, Eier. Leuchtfackel lassen wir mal dabei. Gucken wir mal. Dann einfach mal noch eine Flasche bauen. Titan.
Einmal Titan zu wenig. So. Ah, wo bauen wir dieses Ladegerät? Oder hatten wir da jetzt noch nicht alle Teile gefunden? Schaut fast so aus. So. Jetzt haben wir drei. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Kann man die nicht hier mit rüberziehen? Leider nicht. Wenn ich die da reinpacke, dann habe ich weniger Luft. Na gut, dann lassen wir das mal so. 3 FR Energiequelle. Habe ich die jetzt irgendwo hier drin, die leere Batterie? Ja. Das packen wir auch erstmal hier mit rein. So, Glas. So, jetzt ist natürlich schon wieder dunkelste Nacht da draußen. Was machen wir denn noch Schönes? Also ich würde jetzt nochmal versuchen, da runter zu tauchen. Ah, da sind so viele Viecher und so viel Zeug. Ich glaube, ich stelle hier erstmal noch ein bisschen weiter her. Was gibt es denn hier noch Schönes? Den Seekleider haben wir. Titan, Barren, Schmierstoff und Energiezellen. Für Energiezellen, was brauchen wir denn da? Hier. Silikongummi und Batterien. Batterien, also Säurepilz und Kupfererz. Was gibt es hier noch Schönes? Tauchleine. Nee. Ich werde als nächstes... Ja. Es macht eigentlich keinen Sinn, eine Fahrzeugstation zu bauen, wenn wir ja eh noch keine Fahrzeuge bauen können. Und hier haben wir da noch irgendwas... Kurzstreckenkommunikation. Bringt mir das hier irgendwas? 2x Titan. Verbandskasten. 5x Titan und 5x Quarz. Also gehe ich jetzt nochmal Quarz sammeln und dann baue ich mir erstmal so einen Verbandsschrank. Ich baue jetzt mal so ein Teil hier. Ich weiß zwar nicht, ob mir das was bringt. Kann man immer nur mittig bauen, diese Dinger. So, dann richten wir uns erstmal in dem Räumchen ein. This is an automated bounce back from the Aurora Mining Vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. The estimated arrival time 9999 hours. Also irgendwann kommt. Das war alles. Also das Notsignal scheint angekommen zu sein und irgendwann kommen die. Gut. Dann machen wir an der Stelle hier erstmal Schluss. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir uns die Medikit-Station bauen und dann weiter erkunden da draußen. Wir brauchen noch ein bisschen Silber. Ich danke erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder in den Tiefen des Meeres. Wenn es gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Macht's gut!